Herzlich willkommen bei Pokémon Let's Play im Jänner. Und wie ihr seht, liegt hier Schnee auf den Straßen. Und es schneit. Welches Pokémon fangen wir mal? Ein Taubsi oder ein Evoli? Entscheidung. Ich wäre zuerst für Taubsi. Ja. Und. Der Superball fängt gerade dort Stops. Nein! Ist gerade rausgekommen. Und. Nein. Ja. Ja, und. Ja, welches Pokémon? Kriegen wir das Stops? Ja oder nein? Wir haben das Doppel gefangen! Und das zweite. Oh. Evoli. Ja, wir fangen das Evoli. Und wir können ein paar Pokébälle holen. Oh, Evoli. Ups, und ich stehe mit dir unten auf der Straße. Ja, für Pokémon Co. macht man alles. Na. Sorry. Ein Safcon. Ein Kokuna. Oh, ein Kokuna im Schnee. Juro. Ja. Und. Wir machen einen ersten Arena-Kampf. Oh, blau. Blau. Oh, blaue Arena. Aber wir könnten uns ein paar Pokébälle holen gehen. Kufensa, Ratzfatz, Mounzi. Dann überlegen wir. Okay. 800 Meter noch. Dann schlüpft zwei neue Pokémon. Zwei Pokémon aufs Pokémon-Eier. Welche kann das nur sein? Ein Traumato. Wir haben ein Traumato hier. Ja. Das Tomato ist hier mal und wir haben das hier mal gefangen. Dieses ist Tomato. Und ja, ich schneide mal leicht in Kuschel-Tirol. Okay, wir gehen mal diese Strecke links. Oh, was? Jetzt bist du Knosp? Ey. Na toll, und hier hat die vorige Woche. Wirklich. Ja. Sieh mal meine Pokémon an. Ich habe nur einen 9 gefangen, 127 gesehen. Ja. Ja, wir gehen mal Richtung Stadt rein, dann drehen wir uns, gehen wir von der Stadt Richtung Zentrum rein, da ein paar Bokéjobs absuchen und dann gehen wir wieder zurück Richtung Sprachen. Ja, und bis jetzt ist da kein Pokémon aufgetaucht. Ich schau mal nach, ob ich einen Items, Trank, Kleber, okay, 33, okay, ein Lokomotor. Wo setzen wir das Lokomotor ein?
Umbahn erfunden, wo es warm ist oder beim Kino in der Nähe. Wo setzen wir das Lokmodul einfach ein? Die Frage ist, ob ich das Lokmodul noch aufhalten soll bis ins Sommer, bis es wieder wärmer wird. Oder bis wieder ein Special-Event kommt, wo man viele Erfahrungspunkte kriegt. Ja. Okay, 400 Meter noch. Welches Pokémon schlüpft aus dem 400 Meter Ei? Ne, 5 Kilometer Ei. Es ist ein Commander. Es ist ein Pikachu. Oder ein Togepi. Wir weisen bald die Frage. Hoffentlich ist es kein... Okay, Kabuzi geht auch noch, Wapsel. Aber solange keine Radfahrt oder Dubat, da habe ich schon ziemlich viel Stück. Ja, und... Ja, welches wird es sein? Und bis jetzt ist immer noch kein einziges Pokémon aufgetaucht. Okay, ein Monzi. Okay, ein Honeyu ist hier vorne. Ja, ein Honeyu. Ja. Was sagt ihr? Ja, okay, die Pokémon gehen hier noch. Hey, ein Badimus? Ja? Ein Badimus ist gerade aufgetaucht. Hoffentlich kommen wir dann noch hin. Hoffentlich könnten wir noch dieses Videos noch fangen. Wäre lieber, wenn es ein Commander wäre. Oder Duk-Duk? Oh, Duk-Duk. Wäre mir auch lieber. Und... Oder wenigstens ein Pokémon, was ich noch nicht habe. Und es schneibt ziemlich stark. Ja. Und... Nein! Ja, und was ziemlich toll wäre, mit dem nächsten Update Pokékämpfe kommen würde. Okay, wir gehen dahin. Ah, nee. Wir sind nicht in der Nähe. Okay, ja. Okay, Wunderpunkte. Okay, nein. Und Daubsi. Oh, Daubsi beim Altpapier. Ah. Container. Und wir haben das Honeyu. Daubsi nicht. Honeyu. Und, ein Honeyu beim Altpapier-Container. Und irgendwo in der Nähe muss auch ein Daubsi sein. Oder Ratzfatz. Nein? Haben wir das? Ja oder nein? Das ist die Frage. Und wir haben ein Honeyu gefangen. Was gefangen? Pikachu Ruzuk Hieb. Und was haben wir? Das überlegen wir noch. Wir haben ein Honeyu gefangen. Wir haben 5 Bälle gebraucht, aber wir kriegen, okay. Wir gehen einfach die Strecke hier lang und... Jetzt kommen wir gleich zum Kuhsteiner Kino Funplex.
was leider nicht One Piece, leider nicht so oft Animes bringt. Da bin ich leider ein bisschen enttäuscht. Oh, was habe ich gesagt? Dass wir gerade einen Daubsi gefunden haben. Und einmal so drehen, dass wir Bonuspunkte kriegen. Und das Daubsi ist gerade entkommen. Oh, aus dem Ball entkommt. Nicht entkommen, sondern aus dem Ball entkommt. Ja, und... Ja, was haben wir denn da gefangen? Ein Daubsi! Ach schon. 217 Daubsi Points. Aber ich kalte ihn noch auf. Ja, von Blacks. Zwei Pokébälle und ein Beleber. Okay, ein... Kingler. Nein, wir... Oh! Fangen wir das hier? Ja! Wir fangen dieses... Oh! Ein Kofensa! Frau Kofensa, endlich ist das erste Kofensa wieder aufgetaucht. Und es ist für Kofensa nicht kalt in dieser Jahreszeit. Sieht es nicht so aus. Denn eigentlich ist ein Kofensa ein Pflanzen-Pokémon. Und Pflanzen-Pokémon sind eigentlich im Sommer unterwegs und aber nicht im Winter. Ja! Vielleicht ist das Kofensa ein Eulerform. Okay, und wir haben bald das hier gefangen. Und welches? Und noch 200 Meter etwa, bis das Pokémon hier schlüpft. Die Frage ist nur, welches? Ich weiß das selbst noch nicht. Ich hoffe, dass... ja, wir fangen das Hollyu hinter uns ein. Und... Ja. Haben wir das Hollyu gefangen? Ja oder nein? Auch der Hollyu ist gerade entkommt. Und... Ach. Und 94 Bälle noch. Das reicht noch. 94... Nein, nur daneben. Ja, daneben. Und welches fangen wir ein? Haben wir das Hollyu gefunden? 1, 2, 3, 4, 5. Und was passiert hier? Oh, ist gerade entkommen. Und ich gehe noch weiter. Und... Ja. Nein, ist schon wieder entkommen. Okay. Ja, Moment. Wo ist er? Ja. Okay. Das sieht aus. Ja. Ja. Okay, und... Okay, welches schlüpft es? Und... Rabenzug. War nicht so mein Fall. Hätte lieber ein Pikachu gehabt. Und welches jetzt schlüpft ist? Ein... Dudu. Ja, das geht wieder. Und welches... Das Ei, wir benutzen das 2 Kilometer Ei. Was beginnt. Und hier. Oh, ein 5 Kilometer Ei gerade bekommt. Und. Ja, und. Ja, wir haben gerade ein 5 Kilometer Ei bekommen. Ja, und. Ja, und
nach Andimos. Und welches haben wir denn da? Okay. Ein Horny. Wie gesagt, Theater. Ein Pandimus. Pandimus ist. Okay, es ist dunkler. Heidenstrafe. Haben wir denn das Pandimus gefangen, ja oder nein? Das ist die Frage. Ja, könnten wir das sagen? Ja, wir haben gerade ein Pandimus gefangen. Okay, der letzte. Ja, und hallo YouTube, guten Abend. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Video liken könnt, teilen auf sozialen Netzwerken, euren Freunden zeigen oder ein Däumchen hinterlassen. Das würde mich tierisch freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben geben würdet. Das würde ich sehr zu schätzen wissen, wenn ihr mir einfach ein Däumchen nach oben geben würde. Ein Däumchen nach oben. Und auf der linken Seite, auf dieser Seite, kommt der Button zum Abonnieren. Darunter, oder hier, irgendwo im Video, kommt noch zwei Videos, alte, was ihr anklicken könnte. Ob auf Smartphone oder Tablet oder auf ein iPhone. Oder auf Facebook oder Twitter. Ihr könnt das Video anklicken. Und ihr könnt auch darunter in der Infobox unter der Infobox auch einen Kommentar hinterlassen. Das würde mich sehr freuen. Und ich würde mich sehr tierisch freuen, wenn ihr mir ein paar Däumchen nach oben geben würde. Vielen Dank.